Also weh, ich sag's euch, weh, ihr schickt das Video meine Frau. Leute, dann ist derjenige nicht mehr mein Freund. Ich würde gerne ein Experiment machen, wo ich nicht rauchen werde und auch nichts essen werde. Nicht rauchen, okay, aufhören zu rauchen ist wichtig. Jetzt habe ich ein bisschen Halsschmerzen, deswegen höre ich mich auch so an. Aber es soll meine Frau zum Beispiel nicht mitbekommen. Wieso nicht? Die sagt dann eh, ja, das magst du ja eh nicht und hin und her, weil ich habe das schon öfters mal versucht. Aber für mich ist es wirklich interessant, wie viele Tage ich da aushalten kann. Beim Rauchen können sein, dass man für immer aushält oder für immer nicht raucht. Man soll ja nicht sagen, wenn man aufhören will zu rauchen, dass man aushalten muss, sondern ist eigentlich alles nur Kopfsache. Man muss es einfach nur lassen und das war's. Aber jetzt bei dem Nicht-Essen, ich will mich entgiften, jetzt in der nächsten Zeit. Das bedeutet nur Wasser trinken. Ich werde mich natürlich auch von meinem Arzt beraten lassen und kontrollieren lassen. Nicht, dass es mir irgendwie schlecht geht. Und wenn es mir irgendwie schlecht gehen wird, dann melde ich mich bei meinem Arzt und dann werde ich mich auch nochmal überprüfen lassen, kontrollieren lassen. Ich bin richtig glücklich. Ich mache das für mich. Ich habe richtig Bock drauf. Und für die Leute, bitte. Ihr seid ja meine Kunden, was auch Diagnosegeräte angeht und Werkstattausrüstung. Samstag, Sonntag ist ganz heilig für die Family. Da machen wir mit der Family etwas unternehmen und. Sonst gehe ich auch jedes Mal ans Telefon und das geht halt nicht mehr. Ihr wisst selber, Familie geht vor. Irgendwann mal ist das Leben vorbei und dann hat man nichts erlebt und man hat nur den Kunden geholfen und nur Kohle gescheffelt. Nein, das geht nicht. Und unter der Woche bin ich zwischen 10 und 17 Uhr erreichbar. Das heißt, wenn ihr denkt, ihr könnt mich irgendwie um 22 Uhr am Sonntag anrufen, no go, geht nicht. Wenn ihr irgendwas extrem Dringendes habt, dann könnt ihr mir per WhatsApp schreiben und es mehrmals kurz schreiben, aber wirklich nur, wenn es um Leben und Tod geht. Deswegen habe ich auch meine beiden Smartphones getrennt. Einmal privat. Die Nummer kriegt keiner. Und einmal geschäftlich. Die Nummer kriegen halt die geschäftlichen Leute, also die mit mir geschäftlich zu tun haben. Es gibt auch eine Person, ich glaube, die ist ein bisschen sauer auf mich oder ein bisschen verärgert. Der wollte mir auch helfen. Einer wollte ein Diagnosegerät kaufen. Und der hat versucht, mich anzurufen. Aber mein Freund, ich glaube, du weißt, um wen es hier geht. Da war aktuell der CEO da von Top Dan und da hatte ich mit ihm ein Gespräch gehabt. Und wegen einem Kunden, Neukunden, tue ich das Gespräch nicht abbrechen. Man kann mir da einfach eine Nummer hinterlassen und dann kann ich mich natürlich zurückmelden. Aber das heißt nicht, dass ich auf dich keine Lust habe. Was Autos angeht, wirklich, Autos nehme ich aktuell nur sehr wichtige Fahrzeuge auf, bekannte Fahrzeuge, die ich schon Ewigkeiten versprochen habe oder denen ich schon Ewigkeiten versprochen habe. Und das heißt nicht, dass ich die Autos dann auch fertig bekomme. Da ist einer. Jaguar und natürlich der Siebener. An den Siebener habe ich mich auch schon ran gemacht. Da stelle ich mal zwischendurch auch Videos rein. Da ist das Hochvoltsystem gestört. Aber es ist also, versteht mal, man steht auf, morgens bringen die Kiddies in die Schule oder in den Kindergarten oder beides und dann macht man sich an die Arbeit dran. Man beantwortet die Kundenanfragen vom Wochenende. Man bearbeitet die Kundenanfragen per WhatsApp. Und man muss auch Buchhaltung machen. Bei der Buchhaltung habe ich mir auch gedacht, ich nehme einen geilen Steuerberater, der erledigt für mich alles. Deswegen habe ich mein LexOffice-Programm einfach beiseite stehen gelassen, aber noch nicht deaktiviert. Das ist das Gute. Und habe das Dativ genommen. Ich dachte, man schickt alles nur noch dem Steuerberater ab und muss nichts mehr machen. Scheißdreck war's. Also ich habe mindestens genauso viel Arbeit wie mit diesem LexOffice-Programm. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Steuerberater alles macht, der mich dann einfach anruft und fragt, ja, für was war jetzt die Rechnung oder für was wurde oder was wurde da jetzt abgebucht? Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber dieses Jahr wird noch interessant sein, wirklich, Leute. Das ist das Letzte, was ich rauche. Wisst ihr, was es ist? Das ist ein Shisharillo. Das kann man bei der Tankstelle kaufen. Das ist keine Werbung dafür. Aber ist nur für den Geschmack. Das ist so schön süßlich. Das schmeckt richtig gut. Aber da ist kein Zeug drin. Keine Sorge. Oh ja. Und für meine treuen Abonnenten, die auch immer wieder zuschauen und auch ein Diagnosegerät erworben haben oder erwerben möchten. Besser gesagt, erwerben möchten. Jetzt gibt es aktuell eine Aktion. Das heißt, wenn ihr ein Phoenix-Gerät bei mir erwirbt, ab dem Top Dan Phoenix Elite, das Top Dan Phoenix Plus zählt nicht dazu, weil das Gerät
einfach ein Auslaufgerät ist. Und das supporten wir natürlich auch. Aber die aktuellen Geräte sind das Topdan Phoenix Elite, Topdan Phoenix Smart, Topdan Phoenix Remote und das Topdan Phoenix Max. Aber nur diejenigen, die natürlich das Video gesehen haben, weil die anderen wissen es nicht. Es tut mir leid. Da haben wir einen geilen Jumpstarter, den ich euch auch mal im Video präsentiert habe. Oder schaut mal einfach die Videos an. Ich habe den schon mal präsentiert von Topdan. Mega geiles Ding mit einer Booster-Funktion. Und da bekommt ihr auf dieses Teil 50% Rabatt, wenn ihr ein Diagnosegerät bei mir erwerbt. Wie gesagt, nicht jedes Diagnosegerät, sondern die, die ich gerade eben genannt habe. Wisst ihr, warum ich aktuell erkältet bin? Nein, das ist nicht deswegen, dass ich was Kaltes getrunken habe oder irgendetwas. Oder nackig. Doch, nackig. Seit kurzem haben wir von unseren Bekannten endlich einen Pool bekommen, der uns einen Pool gebaut hat. Und den Pool haben wir in den Pool eingesetzt. Und der wird dauerhaft beheizt. Der hat circa 31 Grad Temperatur. Also ist was richtig Geiles. Und vor 3 Tagen habe ich mir gedacht, hey Micha, ich gehe morgen so zur Arbeit. Meine Arbeit ist hier natürlich im Büro. Und dann sehe ich das da hier. Ja, das ist der Pool. Der ist auch normalerweise beleuchtet. Ich habe die Lampe aber ausgemacht. Und der hat gedampft, weil es draußen arschkalt war. Da habe ich mir gedacht, nö, ich gehe mal in den rein. Der hat 31 Grad, mega geil. Bin da ein paar Runden geschwommen. Bin rausgegangen, habe in meine Badehose gearbeitet. Und siehe da, abends hatte ich schon Halsschmerzen. Ja, ist auch ein geiles Teil. Steinbach kann man gut Werbung für machen, aber das Ding schicke ich zurück. Viele haben, also diese Poolreiniger, die schwören drauf. Aber bei uns ist das Problem, dass der in die Ecken kaum rankommt. Und dann nehme ich genauso einen Schieber. Zack, ich habe ja einmal einen Sieb von hier, einmal von unten wird es abgesaugt durch die Filteranlage. Und dann ist es mindestens genauso sauber wie mit diesem Steinbach. Deswegen, weiß nicht Leute, wenn ihr natürlich ein Schwimmbad habt, wo ihr keinen Skimmer habt und keinen Ablauf, dann könnt ihr das Teil gerne nehmen, aber ansonsten weg damit. Weiß nicht, ob ihr Interesse habt am Haus, was wir da alles so Schönes schon gemacht haben und was noch passieren wird, was für Fuscher an dem Haus dran waren. Was für Nicht-Fuscher an dem Haus dran waren, könnt ihr gerne von mir erfahren, natürlich, wenn ihr einfach Bock drauf habt. So sieht das Ganze aus. Seht ihr? Nein, deswegen gehe ich gerade nicht ans Telefon. Samstag, Sonntag, müsst ihr mich verstehen, ist hoch und heilig. Und das heißt in dem Sinne, jetzt werde ich das Video bearbeiten, welches ihr aktuell anschaut. Und es wird Sonntag, ich glaube, heute Nacht noch online sein. Aber ich weiß ja nicht, wann ihr das Video anschauen werdet. Und bald, liebe Grüße an alle Kroaten, geht's nach Kroatien für einen Monat. Aber keine Angst, natürlich werden wir euch weiterhin noch supporten, weil ich meine Starlink-Antenne mitnehmen werde. Starlink ist von Elon Musk, kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Das habe ich aktuell hier auf dem Dach. Das ist die Antenne, damit wir auch perfektes Internet haben. Und dieses Teil kann ich mitnehmen und werde im Urlaub mega geile Internetverbindung haben. Und wir haben auch natürlich ein Lager eingerichtet, wo wir nicht mehr, oder dass wir selber nicht verschicken müssen, sondern direkt, dass die Diagnosegeräte aus dem Zentrallager kommen. Manche Dinge müssen noch von hier verschickt werden, aber ich hoffe, meine Schwiegermama wird es für mich übernehmen. Oder Natascha. Bestimmt. Also in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Euer Mitman Live. Ciao.